Die Intersport-Teamsport-Offensive geht weiter! Vereine und Sponsoren, aufgepasst! 50% Rabatt auf alle Vereinsausstattungen! Alles nur noch zum halben Preis! Mit Intersport-Logo, auch auf Bälle und Zubehör! Auf den gesamten Teamsportbedarf 50% Rabatt! Wenn Vereinsausstattungen in Cottbus, dann lieber gleich zu Intersport in der Spreegalerie! Landespokalfinale in Potsdam vor einer tollen Kulisse im Karl-Liebknecht-Stadion. Verantwortliche beider Vereine hatten vor der Partie immer wieder appelliert, dass man in den Farben getrennt, aber im Sport vereint sein sollte und ein friedliches Fußballfest in der Landeshauptstadt möglich sein soll. Trainer Pele Wollitz kündigt ja bereits an, um jeden Preis den Pokal holen zu wollen. Die Aufstellung weist dennoch ein paar Besonderheiten auf. Maximilian Zimmer hat eine Pause bekommen und tritt erst in der Relegation wieder an. Strelimamba, Fabio Viteriti und Kevin Weidlich sitzen vorerst lediglich auf der Bank. Für sie spielen Alexander Siebeck, Felix Gleisler, Kevin Scheidhauer und Jonas Zickert. Wir gehen in die 8. Minute. Schlüter tankt sich links durch. Pass auf Marcelo. Gegenseitig hebeln sie die Babelsberger Abwehr aus. Aber der finale Durchstecker bleibt aus. Ein Potsdamer ist noch dazwischen. Freistoß von der rechten Angriffsseite für den SVB. Hoch und scharf kommt er rein. Spalsch geht raus und will ihn wegfausten. Da wurde er umgerannt. Schiri Jan Seidel pfeift es nicht. Die Situation ist dennoch entschärft. Ebenfalls ein Standard von der anderen Seite in der 18. Minute. Paul Germann legt sich den Ball zurecht. Er geht über die Mauer, aber auch weit übers Tor. Viele Tormöglichkeiten gab es in den ersten 20 Minuten für keins der beiden Teams. Babelsberg läuft die Cottbusser aggressiv an. Dadurch spielt sich viel im Mittelfeld ab. In der 24. Minute wieder die Hausherren. Nader El-Jindawi bringt die Flanke rein, jedoch geht sie über Freund und Feind drüber. Lediglich Aftus Balch wird wieder angegangen. Er reagiert auf seine Art und bekommt dafür die gelbe Karte. 26. Minute, nächster Freistoß für Cottbus. Felix Geißler zieht ihn aufs Tor. Marvin Gladro im Babelsberger Kasten macht sich hier lang und faustet ihn zur Ecke. Die Ecke brachte keine Gefahr, doch Energie beißt sich ein wenig am Babelsberger Strafraum fest. Lasse Schlüter setzt sich links durch, flankt entlang der Grundlinie. Gladro geht auf Nummer sicher und lenkt ihn wenige Zentimeter von der Querlatte zur Ecke. 33 Minuten sind gespielt, weiter dominieren hier die Standardsituation. Babelsberg mit der nächsten Ecke lang gezogen. Hinten bekommt Schala den Ball und schießt ans Außennetz. Nach Chancen ist der SVB leicht im Vorteil, ohne dass hier hundertprozentige dabei gewesen wären. 6 Minuten vor der Pause geht es mal schnell aus dem Spiel heraus nach vorn, aber Paul Germann behält die Übersicht und läuft den Ball sauber ab. 3 Minuten vor der Pause, Rückpass zu Gladro. Scheidhauer sprintet dazwischen. Gladro ist vor ihm am Ball und hebt spektakulär ab. Eine Berührung von Scheidhauer ist nicht zu erkennen. Nach einer kurzen Behandlungspause geht es weiter für den Ex-Cottbusser. Nochmal Ecke für den FCE. Im Nachschuss bekommt ihn Schlüter, aber der Ball kommt einfach nicht aufs Tor. Schade, das wäre noch was gewesen. Halbzeit in Potsdam, bisher ein ausgeglichenes Spiel mit kleinen Nicklichkeiten auf dem Platz und einem leichten Chancenplus für Babelsberg. Aber ohne dass eine dabei gewesen wäre, die wirklich gefordert hätte. Beide Teams bleiben vor 9012 Zuschauern unverändert. Das Stadion ist ausverkauft. Zu Beginn der zweiten Halbzeit dominiert erstmal das Geschehen auf den Rängen. Die Babelsberger zünden im eigenen Block Bengalos und Rauch unterschiedlicher Farben. Was für eine Spielunterbrechung sorgt, nachdem sich die Gemüter wieder beruhigt haben, kann Jan Seidel die Partie fortsetzen. Energie mit der ersten guten Chance in Hälfte 2, 54. Minute. Keiner traut sich zu schießen. Alexander Siebeck ist durch, aber kann sich nicht mehr entscheidend durchsetzen. Nur eine Minute später die Hausherren. Gewusel im Strafraum. Sven Reimann kommt zum Schuss, aber vorbei. Nach 61 Minuten wieder eine Ecke für den FCE. Felix Geißler bringt ihn aufs Tor. Marc Stein kommt zum Kopfball. Ach, vorbei. Aber endlich fand sich mal wieder ein Abnehmer in der Mitte. Es geht weiter mit Standardstaffetten, 66. Minute. Marcelo tritt dieses Mal zum Freistoß an, scharf, halb hoch fliegt er in Richtung Tor. Es wird knapper, wenige Minuten später wechselt Energie das erste Mal. Felix Geißler verlässt den Platz, Kevin Weidlich übernimmt für ihn. Auch Abdulkadir Beyazid macht sich für die Babelsberger bereit. Der künftige Cottbusser soll die SV-Offensive wieder beleben. Eine gute Viertelstunde ist noch zu spielen. 19 Tore, man Strelimamba kommt für Kevin Scheidhauer. Während Babelsberg schon versucht, die Partie zu verzögern, könnte Sprintprimus Streli das letzte von der Potsdamer Defensive abverlangen.
Energie Cottbus befreit sich, Kevin Weidlich will schnell nach vorn spielen, Lukas Wilton ist neben ihm und fährt den Arm aus und trifft Weidlich im Gesicht. Klare Tätigkeit des Babelsbergers. Es ist genau vor der Nase des vierten Offiziellen Tobias Staros geschehen. Während es zu einer kurzen Rudelbildung kommt, verkrümelt sich Wilton lieber aus der Szene. Jan Seidel zeigt ihm nur Gelb. 85. Minute, Marcelo hat links Platz, guckt, schießt, Pfosten und das Tor. Kevin Weidlich macht's in Torjägermanie. Ein wenig deutete es sich in den letzten 15 Minuten an. Energie wurde stärker, die Kräfte der Hausherren schienen zu schwinden. Es trat das ein, was Wollitz immer gepredigt hat. Geduld und hohes Tempo werden belohnt, zumindest aus Cottbusser Sicht. Babelsberg versucht noch irgendwie nach vorn zu kommen. Energie ist hier aber routiniert unterwegs. 5 Minuten Nachspielzeit gibt es aufgrund der Aktion der Babelsberger kurz nach der Halbzeitpause. Es geht aber nicht immer sportlich zu. Aktari grätscht hier Fabio Viteriti weg, der erst wenige Minuten vorgekommen ist. Die Situation war schon abgepfiffen. Gladro hat es hier plötzlich wieder eilig und will Viteriti hochzerren, fällt dann aber selber. Kevin Weidlich sagt ihm dazu seine Meinung, wird geschubst und sieht dafür Gelb. 1 Minute später nochmal Freistoß für den SVB. Hoffmann schießt aber 1 Meter vorbei und das war's. Cottbus holt den Landespokal und gewinnt damit das erste von 3 Entscheidungsspielen. Der Sieg ist verdient. Nach etwa 65 Minuten baute Babelsberg kontinuierlich ab und Energie legte noch eine Schippe drauf. Zur Pokalübergabe kam es leider nicht mehr, da aus dem Heimbereich nach Spielende kontinuierlich Böller und Pyrotechnik gezündet wurden. Mehrere Durchsagen des Stadionsprechers halfen nicht. Die Siegerehrung wurde abgebrochen und soll am Sonntag im Stadion der Freundschaft nachgeholt werden. So kam auch die beiden Torschützenkönige der Landespokalsaison, Andy Schala vom SV Babelsberg 03 und Andy Hebler vom VfB Krieschow, nicht zu ihren Ehren. Ein unwürdiges Ende vor einer sonst großartigen Kulisse. Heute Babelsbergs Trainer Alem Din Shiva zeigte in der Pressekonferenz danach größtes Unverständnis und nannte die Ereignisse peinlich für den Verein, die Konsequenzen nach sich ziehen müssen. Für Energie geht es am Donnerstag um 19 Uhr in Kiel weiter. Dort wartet Weiche Flensburg, die ihr Pokalendspiel beim Husumer SV mit 3:0 gewannen. Etwa 2500 Energiefans werden ihr Team nach jetzigem Stand in den Norden begleiten.